Für die, die es nicht mitbekommen haben, der Andrew Tate ist im Krankenhaus. Request from Team Tate. Can you make sure the Matrix understands that the world cares about Tate's health as loudly as possible? And any claims you hear in the media about why Andrew Tate is in the hospital are all speculation. We don't know. Knoten in der Lunge, der eventuell bösartig sein kann. Das ist alles schon sehr krass, was hier gerade passiert. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Apropos Andrew Tate, habt ihr mitbekommen? Habt ihr mitbekommen, was mit Andrew ist? Für die, die es nicht mitbekommen haben, der Andrew Tate ist im Krankenhaus. Wurde anscheinend aus dem Knast ins Krankenhaus verlegt. Und gerade spekuliert man noch so ein bisschen, was da los ist. Wieso, weshalb, warum. Es gibt mehrere Spekulationen. Die einen sagen, dass er... Also es gibt einen Stream, wo der Tristan, sein Bruder, sagt, dass der Andrew Asthma hat. Jetzt gibt es Leute, die spekulieren, dass es irgendwas mit seinem Asthma zu tun hat. Der Aiden Ross hat darüber kurz geredet und der Sneeko auch. Sollen wir uns das mal kurz angucken? Die versuchen, den zu holen. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, wenn dem irgendwas passiert, wenn der von uns geht, möge Gott bewahren. Aber wenn da irgendwas passiert, er hat es in 1000 Interviews auch schon gesagt, dass er auf keinen Fall sich selbst was antun würde, dann wäre das auf jeden Fall so eine Sache, wo ich sage, oh shit, Alter. Warum interessiert sich jeder für diesen Tate, klärt mich auf. Ist ja klar, dass man sich dafür interessiert. Der war zu einer Zeit der meistgegoogelte Mensch auf der ganzen Welt, vor Donald Trump, Kim Kardashian, Joe Biden und diese ganzen Sachen. Hat halt viel bewegt, ne? Sehr krass auch polarisiert. Ich glaube, gerade viele jungen Männern auch so ein Gehör gegeben, motiviert, Dinge ausgesprochen, die Leute vorher nie so klar und deutlich ausgesprochen haben. Und dann landet der auf einmal im Knast und landet danach jetzt im Krankenhaus. Das ist schon eine Sache, die krass ist. Also ich habe auf jeden Fall ein Verständnis dafür, dass Menschen sich dafür interessieren. Ich persönlich interessiere mich auch dafür. Der hat uns Männer die Eier wiedergegeben, sagt der Gabulu. Okay, nicht allen, aber ein paar von uns. Lass uns mal kurz da reingucken. Let me see what I want to read what the update that I got from the inside. Yeah, said, "Hi bro, request from Team Tate. Can you make sure the Matrix understands that the world cares about Tate's health as loudly as possible?" Of course. So they're watching. I don't know how many people are in here right now, but type of one if you are saying a prayer, if you're keeping Andrew Tate in your prayers. Obviously, I don't know what the health problem is, but you know, obviously I consider him a personal friend. But people in here, like, you know, there's a giant overlap in people in here. Even if you disagree with the stuff he's talking about, you shouldn't wish the downfall. Like the amount of people who are quick to jump on the bandwagon. It's the same thing when Kevin Samuels, rest in peace, passed away. All of Twitter, back when it was woke and Elon Musk wasn't running it. Look at all the ones, Romanian government. Look at all the people that are praying for him. And there's power in that. These people genuinely care and are wishing the best for Andrew Tate. Also egal, ob du jetzt feierst, was er sagt oder nicht, das sollte man niemandem wünschen, weißt du? Im Knast zu sein und dann irgendwie gesundheitliche Probleme zu haben und ins Krankenhaus zu müssen, fühle ich, was der sagt, der Bruder hier auf jeden Fall. Can't say too much because the lawyers haven't cleared it up, but... Also anscheinend selbst sein Team und die Leute um ihn herum, die Anwälte und so, wissen nicht genau, was da abgeht und wieso, warum, weshalb er im Krankenhaus ist. Here's the update. We don't know specifics, they won't tell us. And I'm pretty sure even a lot of the closest people to the Tate team don't know why he's in the hospital. The local media doesn't know specifics either. They weren't given the full picture. And any claims you hear in the media about why Andrew Tate is in the hospital are all speculation. We don't know. It's just the government. Also für die, die es nicht verstehen, ist alles nur Spekulation, auch was die Medien gerade erzählen, dies, das. Keiner weiß genau, was los ist. Andrew right now, which is important to say a prayer, if you care. And then he says, to take Tate to a hospital shows a certain level of severity, otherwise they would just get the prison doctor to check him or bring an external doctor to his cell. Actually taking him outside of the prison into a hospital means some kind of specialist treatment was needed. Also die haben ihn ins Krankenhaus verlegt, weil halt, also wenn was Kleines gewesen wäre, hätten die das vor Ort behandelt mit einem Arzt, mit einem Knastarzt oder hätten einen Arzt reinkommen lassen. Aber anscheinend muss irgendein Treatment, also muss irgendwas von außen zugeführt werden, was im Knast so nicht gemacht werden kann. Und deswegen wurde er ins Krankenhaus verlegt. Even the judge specifically said there is a risk of public discontent if Tate is released. That's a direct quote. And so to fight that, that's a quote from the judge, is they are very aware of
public discourse. This is the same reason why the US government didn't choose to lock up a lot of the... Das ist das, also da kommt jetzt nichts mehr an Informationen. Ich habe mir das vorhin schon reingezogen. Der redet jetzt noch ein bisschen über Politik und über andere Agendas, dies, das, bla bla bla. Das ist das, was zu Andrew Tate gesagt wurde hier in dem Video. Und dann habe ich mir noch was von Aiden Ross gegeben, wo er einen Artikel, glaube ich, vorgelesen hat. Andrew Tate is reportedly taken to a hospital for medical issue 2 days ago before hearing. Now, I'm not the best reader, all right? You guys are gonna have to help me out. Der Bruder ist ein bisschen cringe manchmal. A little bit, some tough words here I gotta read, but Andrew Tate has reportedly been hospitalized due to a medical issue while in Romania custody, leading Tate to claim that the Matrix has attacked me. So, what medical issue did they provide, Chad? Does anybody know what type of medical issue it is? Maybe it talks about it over here. Andrew has been the subject of a great deal of controversy for the past several months, leading up to him being one of the most talked about figures on the internet. Not one of the most. Der Bruder hat über 100.000 Viewer auf Twitch. Ja, ich weiß. Ich weiß. Manchmal ist er mir auch sympathisch, aber... Also ich habe mir einen Podcast reingezogen von ihm und Full Send. Und da war der echt sympathisch, aber der spielt halt live immer so ein bisschen diesen Gay-Guy. Manchmal ist es halt einfach ein bisschen cringe, finde ich. Andrew Tate is the most famous person, I believe, in the world right now. What possibly could Andrew Tate have been hospitalized for? That's all I'm asking. I'm not trying to throw out any conspiracies or theories. Tony, thanks for the sub. Mate, thanks for the sub. Again, guys, ads are going to probably be ran soon. You guys, make sure you guys sub up. Don't get with any ads. All right. So here we go. Things came to head when he got arrested by the Romanian authorities, being detained for 30 days while under investigation. While in their custody, Andrew Tate has been reportedly been taken to the hospital, developing a lung nodule. He's taken... So, also da ist jetzt das erste Mal, das ist aber, wie das Nico gesagt hat, wahrscheinlich auch nur eine Spekulation. Und zwar wurde er zum Krankenhaus gebracht, developing a lung nodule. Das ist, glaube ich, sowas wie, also es kann ein gutartiger und ein bösartiger sein und kann irgendwie auch Cancer sein, habe ich gehört. Ich muss das mal kurz googeln, lung nodule, was das heißt. Lungenknoten. Ein Knoten in der Lunge. Und der kann wohl gutartig und bösartig sein. Wenn sowas bösartig ist, dann ist es eine Art Krebs, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist halt schon echt krass, dass das jetzt gerade so passiert. So, ist für mich ein bisschen surreal, weil er hat es ja in den Podcasts schon angekündigt, dass er quasi sowas wie 3 Leben hat. Als erstes versuchen die ihn zu canceln, und dann versuchen sie ihn einzusperren und als letztes versuchen sie ihm sein Leben zu nehmen, wenn das alles nicht funktioniert hat. Und jetzt war er im Knast, ist in den Knast gekommen und jetzt vom Knast ins Krankenhaus und die spekulieren jetzt von irgendwas mit Lungenkrebs oder was war es nochmal, Knoten in der Lunge, der eventuell bösartig sein kann. Das ist alles schon sehr krass, was hier gerade passiert. Okay, so what is a lung nodule? Does anyone know what a lung nodule is? Haben wir gerade gegoogelt? He'd asked to see a doctor in order to investigate the nodule. However, he's made a tweet related to the issue that's a bit vague on what the actual issue is along with the report. Guys, question. Is Andrew Tate tweeting from jail? Properly investigated by... For those unfamiliar, a lung nodule is growth in the lung that, while usually begging and generally harmless, can be cancerous. Also normalerweise ist es harmlos, normalerweise ist es nicht bösartig, aber es kann cancerous sein. Das ist schon so Krebs, ne? Tate asked to see a doctor in order to investigate the nodule and request a biopsy to ensure it wasn't a cancerous growth. Also so wie die das hier sagen, hat Tate hat Tate gefordert, einen Arzt zu sehen, ins Krankenhaus zu kommen, um zu checken, davon eine Biopsie zu nehmen und zu checken, ob das irgendwie Krebsy-Vibes sind. Ja, Bro, ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Er hat dann hier nochmal getweetet, The Matrix has attacked me, but they misunderstand, you cannot kill an idea. Hard to kill. So, ich glaube, hier passiert auch nicht mehr viel. I mean, he's hard to kill alongside the reports that he's in the hospital. Tate fans have been replied to the news. Wait, what the fuck? Ja, jetzt ist nur noch Entertainment hier von dem Bruder. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir gucken uns das mal kurz an. Das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. 2023 bleibt spannend. Auf jeden Fall. Hundertprozentig.
2023 bleibt echt spannend. Und ja, Bruder, ich wünsche dem Bro auf jeden Fall nur das Beste. Hoffentlich ist das nichts Bösartiges und der kommt da gesundheitlich irgendwie drüber hinweg. Das denke ich mal für ihn und sein Umfeld auch nicht einfach gerade, was da abgeht. Crazy Nummer, wirklich crazy Nummer. Ich glaube, 2023 wird echt ein verrücktes Jahr, wo es auch viel darum geht, was darf man im Internet noch sagen, was darf man nicht sagen. Menschen werden gebannt für das, was sie sagen, kommen in den Knast. I don't know, ich schwör's dir. Also dieses ganze Freedom of Speech und freie Meinungsäußerung Thema wird sich, glaube ich, dieses Jahr auf die Spitze treiben, habe ich so das Gefühl. Und dann wird man mal sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, auf der einen Seite sieht man so Sachen wie Elon Musk kauft Twitter und versucht da so ein bisschen dieses freie Meinungsäußerung aufrechtzuerhalten, indem er Leute auch wieder freigegeben hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass andere Leute immer radikaler werden, so wie auf YouTube, Twitch etc., dass man da immer weniger sagen darf. Ich bin gespannt, wo das halt mündet, wo das am Ende des Tages hinführt. Free Spirit sage ich nur für 2023. Praise God, Bro. Praise God. Sicherheitsvorkehrungen im Krankenhaus sind nicht so hoch. Vielleicht flüchtet er. Meinst du, das war nur so ein Scam oder was? Nein, das kann man ja überprüfen, ob da was dran ist, weißt du? Das kann man ja überprüfen. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass da irgendwas dran ist. Ich hoffe, dass der einfach schnell wieder freikommt, dass er reden kann, dass er sagen kann, was los ist, dass ein paar Informationen rauskommen. Ich hoffe auch, dass die Leute im Internet ein bisschen weniger so negativ spekulieren. Das ist halt immer krass. Das sind halt Vorwürfe, die im Raum stehen und Leute stellen das schon so hin, als ob er verurteilt wurde, als ob er wirklich Dinge getan hat, obwohl die erstmal dabei sind, halt Research zu machen und zu gucken, ob wirklich irgendwas da dran steckt. So. Und Leute dann halt einfach reinschreiben, so ey, ja, der ist ein Vergewaltiger, der ist dies, wie kannst du einen so verteidigen, der so und so ist? Bro, am Ende des Tages weiß man noch nicht, was los ist, okay? So leicht lässt er sich nicht fertig machen. Ja, Bruder, es gibt halt Mächte, die größer sind, Bro. Sag ich dir, wie es ist. Wenn die ihn nicht mehr rauslassen wollen aus dem Knast, dann können die alles dafür tun. Ich glaube schon, dass zum Beispiel so eine Regierung wie die amerikanische Regierung, wenn die jemanden nicht mehr auf der Bildfläche haben möchte, dass die auch das schaffen können, den von der Bildfläche wegzubekommen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht nur einmal erlebt, meiner Meinung nach. Rumänien ist korrupt. Ja, Rumänien ist korrupt und deswegen sind die auch von zum Beispiel jetzt, wenn man mal ein bisschen die Conspiracy-Verschwörungs-Vibes anschmeißt, so, lassen die sich natürlich auch beeinflussen, zum Beispiel von so einem Staat wie Amerika, wenn der ein bisschen Moneten auf den Tisch legt und sagt, hier so und so muss jetzt gemacht werden, dann ziehen die das auch durch, glaube ich, weißt du? Number Cruncher, der ist geil. Ich hoffe, er hat die Hops genommen, flüchtet und veröffentlicht eine Woche nach seiner Flucht ein Video mit dem Titel I Escaped from Agent Smith. So. Alpha Vanity, ja, also das war der Fall, der so, ich glaube, Mitte letzten Jahres passiert ist, ne? Es war ja schon mal so, dass, wie er hier geschrieben hat, da war ein Mädel bei ihm, sie hat ihren Freund angerufen und gesagt, dass sie nicht rausgehen darf und sie wird gegen ihren Willen gehalten, was total falsch war. Ja, da haben die ja dann auch die Cameras überprüft und haben alles abgecheckt und haben dann festgestellt, dass sie halt einfach ein ganz normaler Gast auf der Party war, sogar teilweise während der Party aus dem Haus rausgegangen ist, Pizza abgeholt hat, hätte fliehen können, wenn sie gegen ihren Willen da gehalten wurde. Und am Ende ist rausgekommen, dass das so nicht stimmt und dass da auch ein bisschen was mit eifersüchtigem Boyfriend und so im Hintergrund gelaufen ist, weißt du? Deswegen, man sollte immer erstmal vorsichtig sein. Immer erstmal warten und gucken, was für Informationen rauskommen. Bevor man Menschen verurteilt und vor allen Dingen halt auch mit so einer Geschichte. Das Krasse dabei ist halt, egal bei wem das in der Vergangenheit schon passiert ist, wer mit diesen zum Beispiel Vorwürfen, so, es gab ja schon öfter mal den Fall, dass Künstler oder gewisse Leute mit Vergewaltigungsvorwürfen etc. belastet wurden und am Ende rausgekommen ist, dass das nicht der Fall war, aber diese
Nachrichten und News so groß waren, dass es auch nie wieder aus deinem Bild in der Öffentlichkeit wegkommt. Weißt du, was ich meine? So, das bleibt, Bruder. Weil die das natürlich dann nicht mehr so groß machen, wenn rauskommt zum Beispiel, dass das nicht der Fall war, dann wird da keine große Überschrift mehr draus gemacht, sondern es wird dann einfach unter den Teppich gekehrt und dein Image ist an dem Punkt dann einfach schon im Arsch. So. Bei einem Andrew zum Beispiel bin ich mir sicher, dass er das irgendwie wieder hinbekommt, weil er halt so krasse Audience hat und so viele Menschen ihm zuhören, weil er selber eine extreme Reichweite hat. Aber es gibt auch viele Leute, die da nicht gegen ankommen und dann einfach abgestempelt werden als gewisses Label. Und das ist halt kacke so. Und vor allen Dingen auch den Frauen gegenüber, denen wirklich was passiert so. Das ist auch Disrespect, weißt du? Wenn du dann so falsche Vorwürfe machst, dann ist es auch nicht nice für die Mädels und für die Menschen, denen halt wirklich auch was passiert ist, weißt du? RSS Goit sagt, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Wer war das nochmal? Zitat? Gandhi war das, genau.